Kelvin, warte bitte ganz kurz. Warte. Ah, das ist ein schöner Schlafanzug, Kelvin. Das ist es, glaube ich. Ich glaube, wir kommen dahin. Ich glaube, das ist es. Na endlich. Bestimmt auch eine Luke oder so, ne? Können wir schon? Okay, da ist noch eine Ecke. Ein kleiner Schmutz ist noch drauf. Da geht das nicht. Aber die ist schon freigelegt. Mann, was soll ich jetzt noch machen? Hier? Nein. Ist noch ein Gramm Erde drauf irgendwo? Geht immer noch nicht. Haben wir es denn jetzt? Ah. Das ist ein cooles Bild. Ob es das irgendwo zu kaufen gibt? Als Merch meine ich. Oh, ja, Wartungsschlüsselkarte. Ja, ja. Oh. Ein Smoking. Oh, oh, eine Feuerwehraxt. Oh, oh, noch eine neue Axt. Oh, wie schön. Oh, wie cool. So, raus mit uns. Hallo, Kelvin. Hallo, Kelvin. Hi. Ach so. Eine sehr gute Idee übrigens. Kelvin! Kelvin, kommst du mal bitte? Die Rehe haben auch keinen Respekt vor Eigentum, ne? Kelvinio, hör mal. Nimm doch mal folgenden Gegenstand. Was kann ich dir denn geben? Taktische Jacke? Lederjacke? Als ob. Hä? Richtiger Hitman bist du jetzt, hä? Oho. Also richtiger Geheimagent. Nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ganz ehrlich, das Bein ist ab. Also da ist jetzt der Spaß vorbei. Wir brauchen Virginia. Braucht mir nicht gerade zwei neue Was macht er denn? Was macht denn der Geheimagent? Hat den gerade in die Spikes geschubst? Dankeschön. Oh, shit. Oh, shit. Das war nicht das, was ich wollte. Ach so. Das ist das. Du alte Titte, hau mal ab hier. Die haben ja schon was Schönes hingebaut, ne? Da hat er seine Milliarden schon mal investiert. Oh. Tschüss. War's das? Ja, die Kettensäge. Ja. Ja. Geil. Kann man das auch gegen Gegner einsetzen? Oh nein, das Reh! Oh nein, oh Gott! Oh nein, das arme Reh! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Schnell! Schnell, schnell! Hab direkt notoperiert. Oh, puh, das war knapp. Wir haben es gerade noch geschafft. Oh, puh. Was machst denn du? Bist jetzt ein Frosch? Hä? Dieser Geheimagent ist sehr dubios. So. Njam, njam, njam. Diese Speckwürfel sind bestimmt vergiftet. Oh, VIP-Schlüsselkarte. Mmh. Oh nein. Oh nein. Es ist Virgis Keycard. Aber sie hat sich nicht ganz verwandelt. Aber warum?
Warum ist aus ihr kein Muschiklaus geworden? Warum ist sie auf halbem Wege? Also konnte sie fliehen oder hat sie was anderes gegessen? Oder hätte die Speckwürfel nicht essen sollen? Paften. Virginia Paften. Speckstücke. Das ist aus ihrer Familie geworden und sie ist als einzige Edward Paften. Das ist der vermisste Milliardär. Barbara fehlt aber auch noch. Die Mama von Virginia fehlt noch. Was wahrscheinlich kein gutes Zeichen ist, weil die haben wir noch nicht kennengelernt. Also sieht cool aus, aber so unterirdisch wohnen. Was ist denn das? Ach, ein Kleid. Oh, ein Kleid. Oh. Ich weiß, wem wir das schenken. Kelvin. Hallo? Barbara, bist du's? Barbara Streisand. Oh, Barbara, du bist's. Das war genau der Ort, wo ich hin wollte. So. Das ist nicht der VIP-Bereich, wie ich mir vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Hier ist so ein Story-Dingens. Last Will and Testament of Edward Paften. I lend to Virginia Paften, if they shall survive me, my entire estate. Of 378 oder 578 Milliarden. Virginia Paften. Hier haben wir alles. Da war auch nichts mehr. Wir haben, was wir wollten. Schlafanzug. Schlafanzug? Für Kelvin. Warum? Nabend. Warum wird Virginia immer weggeportet? Barbara, bist du's? Du, ich habe eine Frage. Warte mal kurz. Sag mal. Ich habe hier dieses Kleid Der Pyjama ist wirklich für Dingens? Oh, wie cool. Hier, dieses Kleid hier, guck mal. Ein Sommerkleid. Ja, ne? Ich habe auch ein Testament gefunden von einem Vater. Da war dein Name so komisch eingekreist. Das Kleid steht übrigens fantastisch. Keine Anschuldigungen, bin nur neugierig. Würd's gerne wissen. Kannst mir vertrauen. Möchtest du einen Speckwürfel? Kelvin, warte bitte ganz kurz. Warte. Sie hat den Hasen. Ah, das ist ein schöner Schlafanzug, Kelvin. Das ist aber, also ganz ehrlich, das ist allerliebst. Das ist also nicht ihr Schlafanzug, sondern wirklich seiner. Das ist allerliebst, Kelvin. Wieso gehst du denn jetzt? Bist du abgehauen? Warum? Hä? Manchmal verstehe ich ihn nicht, den Kelvin. Oh nein, nicht schon wieder. Kelvin ist tot. Virginia, tust du mir einen Gefallen? Gibst du mal Gnadenschuss? Der alte Gaul ist dead. Kannst du mal, der zuckt noch ein bisschen. Kannst du mal kurz reinhalten da? Du sollst nicht singen, du sollst ihn erschießen. Ich dachte, jetzt ballert die mich weg. Okay, gut. Forrest, also ich spiele jetzt nicht, ne? Wollte ich nur mal kurz sagen. Ich wollte das wirklich nur kurz zeigen. Deswegen schalte ich noch mal kurz rüber. Während ich krank war, habe ich... Virginia! Ich rede gerade mit den Leuten. Kannst du mal weniger singen? Das wird der neue Sub-Alert. So, hier müssen wir die beiden mal ausbessern. Da mache ich mal einen hier drauf. Plopp. Und einen mache ich hier drauf. Bitte flieg nicht weg. Nein! Hallo? Na? Hallo? Nein, ich komme nicht mit. Ich sehe genau, was du machst. Ich komme nicht mit. Und hör auf, wegzulaufen.
Die ist weggelaufen. So. Die wollen natürlich wieder fliehen, aber da, das gibt's nicht. Und irgendwann... Piep, 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 piep. Ich bin der Vogel, ich lebe noch. Piep, piep. Hihi, das kitzelt. Piep, piep, piep. Nichts ist passiert. Piep. Piep, piep, piep. Mir geht's sehr gut. Piep, piep, piep. Chip, chip. Ich ruhe nun kurz aus. Danke, dass ich dein Haus benutzen darf. Ich bin erschöpft von meiner Reise. Piep, piep. Twitter ist down. Entschuldigung, hatte ich gerade lustig. Ist das normal, dass inzwischen irgendwie kaum noch jemand hier vorbeikommt? Bis jetzt ein einziger Ureinwohner. Sind verhungert? Du hast sie ausgelöscht? Ja, irgendwie nicht so, ne? Ach so, hier klemmt das Ding dran. Ah, das war nicht so schlau, ne? Aber ich wollte das ja eh neu machen. Weißt du was? Ich mach das mal neu. Hui. Hui. Oh, oh Gott! Ich bin gelangweilt. Diese Spiele langweilen mich einfach. Sag mal. Ich hab nur drauf gewartet. Halt dich am Holz fest. Ja, schwimm zum Holz und jetzt halt dich fest. Ja, das machst du genau richtig. Ja, genau so. Genau so. Na du? Hallo, hallo. Nein, bitte sag mir nicht, dass ich mitkommen soll. Hör auf damit. Ich will das nicht. Wurde das nicht gepatcht, dass die einem dauernd den hier macht und immer wieder an die gleiche Stelle führt? Leider nein, okay. Nee, sie zeigt nichts Neues. Sie führt immer wieder zu der Stelle. Okay, warte. Dann hier nochmal. Die nächste Blume kommt bestimmt. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Nein, ich will nicht mitkommen. Hör doch bitte auf, mir nochmal zu sagen, ich soll mitkommen. Ich will aber nicht mitkommen. Ich bin nicht gut im Laufen. Ich bin nicht gut im Rennen. Ich bin nicht gut im Überleben. Ich bestehe aus Papier. Ich vertrage nichts. Meine Rüstung geht sofort kaputt. Ich will nicht mitkommen. Lön, wir sind schon 30 Mal mitgegangen. Wir sind aber schon 30 Mal mitgegangen. Hört auf, Mitleid mit einem kaputten Skript zu haben. Okay, wir gehen mit. Ich habe nicht gespeichert, wir gehen jetzt mit. Ja? Und dann zeigt sie uns gleich was ganz Tolles neben einem Fluss. Es wird ganz toll sein. Es wird so spitzenmäßig sein. Wir werden alle sehr überrascht sein, was sie uns zeigt. Musst du kacken? Also ich bin überrascht, aber... Man kann doch jetzt richtig kochen, ich erinnere mich dran. Das war mit dem letzten Update. Flüssigbatterie. Was? Gekochtes Fleisch? Champignon-Cremesuppe? Eierlikör? Greg? Was ist denn Greg? Ach, Greg ist zwei Arme, zwei Beine und ein Kopf. Ich kann mir einen Greg kochen. Ich will einen Greg haben. Da hinten sehe ich einen Greg. Greg und lecker, Greg und lecker, Greg und lecker. Wir haben nichts. Deine Greg-Lieferando-Bestellung ist da. Ja! Nein, Greg! Aber wo sind die hin? Haben die gekündigt? Haben die aber gesehen, wow, was für eine geile... Kelvin! Kelvin! Geht's dir gut? Kelvin bleibt aus seinem Zimmer. Kelvin hat Stubenarrest. Der muss jetzt die Aufnahme da unten hocken. Ah, wir sind wieder unterwegs. Vielleicht gibt es mal wieder noch neue Mutanten. Das ist keine gute Idee, was ich gerade mache. Na dann mal rein. Das war ein Fehler. Junge, wie tief geht's denn hier? Warum ist das denn so tief? Was machen die denn hier unten? Was wollten die denn hier unten? Das sieht aus wie das alte LucasArts-Logo von Monkey Island. Ich glaube, hier geht's um Monkey Island. Ja, komm her! Lul! Hä? Wieso lebt er noch? Das Leben ohne Arschloch, das ist scheiße. Oh Gott, da sind zwei. Was war das? Was war das?
Sind die neu? Der ist nicht mehr so neu. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, was das hier... Ich weiß es einmal überhaupt nicht. Oh. Goldrüstung collected. Oh. Ich bin gefühlt seit 7 Jahren hier unten schon. Wenn ich zurückkomme, wird Virginia mich nicht mehr erkennen. Oder sie hat einen anderen geheiratet. Kelvin. Oh Gott. Oh, oh, pff, oh Gott, die kommen ja nach oben. Ich will doch nur wieder nach oben. Ich vermisse mein Heim. Ich will lieber bauen. Das sieht so aus. Ich werde nie wieder sagen, dass ich auf Reisen gehen will. Ich will nur zu Hause sitzen und ich werde mein schönes Brathähnchen machen und ich werde zu schätzen wissen, was mir gegeben wurde. Die sind hier erfroren, aber uns geht's gut. Denn wir haben Scuba-Gear an. Das ist voll geil. Feier ich gerade. Hat sich schon gelohnt. Es hat sich schon gelohnt, der Ausflug. Ich werde im Wasser landen. Ist, glaube ich, die beste Idee. Plomp. Dann nehme ich das wieder mit. Das müsste ich mitnehmen. Oh nein. Ist das die beste Idee? Gott sei Dank wieder zu Hause. Kelvin! Na, Kelvin? Bist du Profi? Du, ich habe mal eine Frage. Kannst du mal, vielleicht... Fische? Ich brauche wirklich Fische und einfach fallen lassen. Er ist ganz aufgeregt, Leute. Guck mal, er ist ganz aufgeregt. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. So. Ich glaube, Kelvin ist beschäftigt. Und das ist gut. War das hier? Greg. Njam, 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 njam. La, 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 la. Kinder, essen! Es gibt Greg. So heißt der Nachbarsjunge. Njam, njam, njam. Oh, Junge. Was ist denn das da alles? Was ist denn... Wow. Und wenn ich den Topf nehme, dann ist er wieder leer, ne? Nee, da ist noch Greg drin. Den kann man noch trinken später. Man kann Greg to go. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos Popestos Domestos Tostos Testosteron. So, hallo. Ja, Entschuldigung, guck mal, da ist gar keine Cam. Ich nehme gerade ohne Stream auf, kein Live-LP. Also, es ist schon live. Ja, ich bin ja live hier gerade im Aufnehmen. Und es ist unfassbar warm hier drin. So kann ich zwischendurch auch mal ein paar Pausen machen und kann auch... Nun... Sagen wir mal, ein Höschen habe ich an, ja, aber es ist so warm hier drin. Sagen wir mal so, es gibt einen Grund, warum die Kamera nicht an ist. Guten Tag. Hä, ich glaube, wir sind wirklich von Gott gesegnet. Guck mal, die Sonne. Das ist kein Zufall, das ist ein Zeichen. Er wollte, dass wir das bauen. Er hat es gewollt. Es war eine Eingebung von ihm persönlich. Und wer würde mir widersprechen? Oh nein, das Spiel ist abgeschmiert. Das ist so ein Scherz, oder? Ah, da ist es wieder. Ich dachte schon. Entschuldigung. So. Ja, Kelvin kommt nicht mit. Ich wollte ihn gerade mitnehmen zu dem Ding. Ich wollte mal kurz gucken. Wie gesagt, ich wollte auch Solarpaneele sammeln und Pipapo so ein bisschen, ne, so ein bisschen dies, das, was man halt so findet. Boah, ich hasse das. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, ihr wisst das vielleicht aus anderen Games, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde am liebsten immer überall ein großes Lager haben und alle Items sammeln. Aber man muss ja immer gucken, dass es nicht ausartet. Ja, wir wollen ja immer reasonable bleiben. Mann, ich muss auch ein bisschen englisch begriffen. Man muss ja immer her sein. Ja, halt die Schnauze!
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, diesmal sind keine Viecher hier. Warte, 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 wo war sie denn hier? Was denn? Will einer von euch? Lecker, oh, zerstöri, zerstöri. Ich weiß halt nicht, wo sie ist, ne? Sie müsste das grün, das andere grüne Zeichen sein. Das grüne da geradeaus wäre das Cap. Wieso ist denn jetzt... Wieso ist denn gerade der Fernseher angegangen bei mir? Hä? Habe ich wieder aus Versehen was mit Schmeckser gesagt? Oder habe ich mich wieder undeutlich artikuliert? Was ist denn das? Ist das neu? Night 5? Springe zweimal und vom... Oh! Hä, das ist ein Einrad? Oh, wow, Von allen Sachen, die man hier im Dschungel findet. Oh Gott. Okay, das ist schon ziemlich geil. Au. Aber wieder abschließen. Ich glaube, Calvin ist jetzt auch draußen. Das ist der Vorteil dabei. Wenn, kann ich jetzt schlafen? Sag mal. Ich will doch nur schlafen, Leute. Ich will die 10% Baumwachstum mitnehmen. Was ist denn jetzt schon wieder so ein Problem? Das ist Calvin, glaube ich, der da gerade kommt. Sag mir nicht, Calvin bringt Fisch. Hey, Calvin. Calvin bringt Fisch. Calvin holt einfach Fisch. Der hat keine Sorgen in der Welt. Und dann die restlichen Dinger drauf. Was immer die beiden da gerade machen. Ich glaube, weißt, das ist ein wunderbares Pärchen einfach. Was soll ich euch sagen? Leute sagen immer, KI nimmt uns die Jobs weg, aber dann sehe ich die beiden zusammen und dann denke ich mir, ach naja, das war noch weit davon entfernt. Ich muss etwas sagen. Ich muss kurz etwas sagen. Ja, die Leute im Stream wissen es bereits. Wir sind hier wieder mal am Live-Let's Play. Deswegen ist die Kamera wieder da. Hallo, hallo. Lang und breit habe ich mir 10 Minuten Gedanken gemacht, wie es denn nun weitergeht. Weil eigentlich, immer wenn ich baue, immer wenn ich hier rumlaufe, immer wenn ich denke, die Story weiterzumachen, und ich denke mir immer so, ja, aber der Tobi, wo ist er denn, der Tobi? Oh, ist denn da schon wieder? Ach ja, es ist Winter. Der ist mal drüber gesprungen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe immer noch ein bisschen die Schnauze voll vom letzten Mal. Dieses Haus bauen ist schon geil. Sag mal! Da hat er sich gerade noch gebückt! Scheiße. Jetzt fühle ich mich auch noch schlecht. Mann, du hast mich zuerst abgeworfen. Das war ein Spaß. Das ist wie. Das ist. Leute, ihr versteht das nicht. Hilfe! Oh, das ist wie Schneeballschlacht, ja? Das ist wie Schneeballschlacht unter Freunden. Wir machen das halt nur mit Baumstämmen. Wir sind Schotten. Okay, da muss noch ein Querbalken rein auf jeden Fall. Warte. So. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hä? Hallo? 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 Sag mal. Hallo? 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 So nämlich. Aber da ist ja immer noch eine Lücke. Hallo? Und denk dran, ein guter Kannibale kann auch gut schmecken. Und dann isst du nicht nur einen Menschen, sondern du isst jeden Menschen, den er jemals gegessen hat. Überleg mal, Menschen, die andere Menschen essen, übernehmen ihr komplettes Wissen. Und dann würden Menschen, um ihr Wissen weiter an ihre Ahnen zu geben, dann müssten Urenkel ihre Großeltern essen oder ihre Eltern. Nee, ich glaube immer, die Kinder müssten immer die Eltern essen, glaube ich, ne? Und man sagt doch, Liebe geht durch den Magen. Was? Ist das der höchste Berg im Spiel? Sieht so aus, ne? Oh, 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 oh.
Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist sehr geil. Okay, das ist sehr cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Ah, oh, ah, shit. Oh, das war voll geil. Nochmal. Nochmal. Immerhin, ich habe mich ganz kurz gefühlt wie E.T., als wäre ich so am Mond vorbeigeflogen einfach. So, na gut. Sag mal, wenn es den Wheelie zweimal im Game gibt, ne? Diesen Knight 5000. Hua, pff, bah, ich hasse sie, oh Gott. Au. Aua, ich habe mich... Ich bin drüber gesprungen wie ein Mann. Habt ihr gesehen, ich wollte einen Salto machen mit der Axt und wollte ihn dann in den Rücken schmeißen. Aber das gibt das Spiel leider nicht her. Naja, mal wieder was am Spiel liegt. Naja. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, ja, okay, sonst zieht sich hier alles. Und wir bauen 1000 Jahre an dem Haus hier rum, aber eigentlich würde ich schon längst woanders bauen. Ich könnte da jetzt alleine neu anfangen, aber das will ich dann wirklich mit Tobi machen. Vor allen Dingen geht es dann auch schneller und ist ein bisschen unterhaltsamer. Ne? Und zwar wieder sehr viele tiefgreifende Gespräche. Ihr wisst, Tobias und Erik sind zwei der führenden Philosophen dieser Zeit. Tobi! Dennis! Oh. Warte. Au. Habe die Ehre. Vielen Dank, dass Sie mich empfangen haben zu Hause an den Geräten. Und Kuss geht raus und ciao mit V. Tschüss.